Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir uns anschauen, ob sich das neue 87 Plus Kampagne Mixpack lohnt. Darin enthalten sind auf jeden Fall ein Trailblazers oder ein Centurions oder ein dreifacher Gefahrprofi. Und lasst jetzt schon mal zu Beginn des Videos ein Like und ein Abo da. Wir gehen direkt rein. Wir müssen hierfür abgeben 84er Team und ein 86er Team. Dann kommen wir auf einen Preis von 100.000 Münzen knapp drüber. Dann schließe ich mal kurz das Pack hier ab und dann öffne ich es. Und dann sagen wir ein kurzes Fazit, ob es sich auch denn lohnt. So, dann bin ich jetzt auch angekommen. Ich kann das Pack jetzt ziehen. Ich gehe auch direkt rein, nicht lang rumlabern. Wir gehen rein. So, schauen wir mal, wen wir ziehen. Wir ziehen Algerien, rechtes Mittelfeld. Riyad Mahrez. Was ist das genau? Trailblazers? Ja. Ja gut, ist natürlich ein bisschen bitter. Hätte besser sein können, aber jetzt kommt auch das Fazit direkt von mir. So, wir schauen auch direkt auch den Preis an. Ja, 25k, wenn es hochkommt. 20k maximal. Ja, ist natürlich ein absolutes Minusgeschäft. Ich hole natürlich überhaupt nicht den SBC-Preis wieder rein. Aber meine ehrliche Meinung, 87 plus ist natürlich schon wirklich ein gutes Rating, was man hier ziehen kann. Ich finde, 100k ist auch nicht allzu viel. Ich hätte ein 84er und ein 85er Team maximal mehr gefühlt, aber meiner Meinung nach kann man diese SPC definitiv machen, weil man sie auch wirklich ercraften kann. Es lohnt sich, die zu machen. Ich finde sie wirklich nicht schlecht.